war alles sehr, sehr viel in kurzer Zeit zu lernen. Freitag früh zum ersten Mal in einem Auto auf der Rennstrecke mit null Plan. Und dafür, glaube ich, lief es ganz okay von Anfang an auch. Und gestern hat man mir einfach gepredigt, wirklich auf die Reifen aufzupassen, schonend zu fahren. Und ich glaube, das habe ich einfach zu ernst genommen. Ja, ich hätte eigentlich gehofft, mir ein bisschen mehr da die Position zu halten, aber ich habe den Start ein bisschen verkackt und habe nur durchdrehende Räder gehabt und war dann ganz schnell irgendwie von lauter Autos umzingelt und habe dann einfach versucht, mich irgendwie reinzupressen und den Kontakt zu suchen. Der tut dann hier nicht ganz so weh wie bei uns und mich irgendwie zu behaupten und dann auf Attacke fahren und als ich dann meinen Teamkollegen sah, von hinten natürlich Platz machen und dann einfach mein Rennen fahren und wie gesagt, bin eigentlich ganz zufrieden. Das rein fahrerische ganz was anderes. Also man kann sich vorher ein bisschen vorstellen, okay, könnte so oder so sein, aber im Endeffekt ganz, ganz was anderes. Hat auch mit normalem Autofahren eigentlich nichts zu tun. Es war sehr cool, hier das machen zu dürfen und ich hoffe, ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht nächstes Jahr schon oder bald mal wieder klappt. Aber ja, auf zwei Rädern ist unser Job und da müssen wir uns jetzt dann konzentrieren.